Okay, schauen wir uns mal um. Ja, okay, schauen wir uns mal um. Was ist hier los? Na, also. Mal das erstmal kurz. Vielleicht kriegen wir ja wieder was Feines dabei raus. Das ist es. Oh, Holz habe ich jetzt hier nicht? Ich kann kein Holz mehr mitbringen. Das ist ja. Hart. Die Flaschen habe ich auch schon mit. Wo ist denn das? Der Hinweis unter den Hinweisen, wo ist der jetzt versteckt? Was sind man die immer so auf Anhieb? Scheiße. Nein, wie süß, sie greifen mich an. Entschuldigung. Ungenau, das Teil. Ein Nester wollen hier. Hm, ich glaube, dass unten in der Höhle war. Ich musste mich jetzt nicht beeilen, die Spuren kamen zu mir. Oh, Munition. Jetzt gehen wir erstmal feuchtfröhlich dran. Aber die Nester hole ich mir dann auch noch. Ein bisschen blöd, dass es mir noch nicht anzeigt, aber das eine Nester hat echt blöd gesucht. Muss definitiv irgendwo in der Höhle gewesen sein. War nette Spuren, ja. Vor allem, weil sie zu mir gekommen sind. Und ich muss sagen, ich musste auf der PlayStation häufiger nachtanken. So rein gefühlstechnisch. Bambi hat dir nichts getan.
Bei den Bierflaschen haben sie definitiv Rufus-Tasche. Ich verstehe. Die Seite. Man ja gleichzeitig mal. Ja, das ist das. Nie so ganz genau, ob man trifft. Mein Bolzen. Don't touch my buddy. Noch jemand? Oh, da rollt der Kopf. Noch rollt. Bitte. Stimmt, genau, hier rüber und dann zack. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Hm. Was haben wir hier? Oh, vielleicht da drin. Jetzt kann ich sie wieder looten. Gewusst wie. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Ah, jemanden anderen an und dem ich ein Helikopter. Boozer! Boozman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich... hab grad nen Heli gesehen. Nen Heli? Was erzählst du da? Nen Nero-Heli. Der fliegt direkt ja, über, als ob ich überhaupt nicht da wäre. Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann... Boah, hallo. Ich heraus, was sie vorhaben. Hey, Tick. Lass doch mal... Also, ich hätte das so gedrückt wegen Fallen lassen. Du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheit. Hui. Wo war die Kiste? Da. Shift gedrückt halten, ey. Wegen dem scheiß Symbol da. Oh, okay, gut. Ihr müsst jetzt Perimeterabregeln, verstanden? Ausrücken, legen wir los.
Jagd auf Leon. Was hat Leon da überhaupt zu tun? Was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Direkt beim Nest, okay. Ne? Ich muss leise sein. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Wenn sie dich sehen. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Wie eigentlich rüberkommen? Ja. Hast du alles, was zum Haus bleiben muss, ich mich sehen. Ich hasse diese Aufträge echt. Ja, zum Kotzen. Lass mich warten. Du wirst lieber in den Baum erfüllen. Knietief in Schmickerscheiße. Ja. Bier. Scheiße, ist das kalt. Wird dein Anzug gewärmt? Es ist kalt hier draußen. Prüf die Temperatur in deinem Anzug. Position 23 auf dem Plan, sind wir das? Nein, das ist O'Brien. Verstanden. O'Brien. Wo war ich? Wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert Grotte. Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang, sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein da drin. Laut dem Bewegungssensor von Lieutenant O'Brien haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Gehen Sie nicht rein. Dr. O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist nicht tot. Subjekte. Und das hier sind wenn nicht die O'Brien normalen nicht im Flüchtlingslager gestorben ist. Was ist denn mit Sarah passiert? Nein, vergiss es, das kann nicht sein. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind im Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak wollte man auch nicht machen. Geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King Mine. Der Bär könnte sehr böse werden. Der Bär könnte spontan böse werden. Oh. Klein wenig. Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Immer ein bisschen schneller. Der eine so artig, der guckt die ganze Zeit nur in die eine Richtung, ne? Thank you.
Der Zweck und die Mitte. Mhm. Rückstandbolzen. Rückstandbolzen. Rückstandbolzen lassen Gegner aufeinander losgehen. Ja, nicht diese Berserker-Pfeile oder so. Hörst du mich? Boozman, kommen! Ja, das drauf. Ich bin hier. Als wir uns raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three-Finger-Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Kampf war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich bin hinter einem Nero und ich bist... Oh, die will knutschen! Jetzt mit der Haltbarkeitsanzeige ankommen, wo ich schon die erste Waffe schon zerschmettert habe. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich bin hinter einem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das waren Neros, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Nicht? Mach ich nicht, Boozer, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Ich melde mich später nochmal. Gegen Ende. Wie aufgebracht er denn doch so ist, ne? Bei manchen Sachen. Geld. Müsste ich das nicht eigentlich jetzt erstmal zurückbringen? Blind? Das, was ich jetzt hinten auf dem Ding habe? Triff dich mit Tucker und AK im Hot Springs Camp. Ich bin der Meinung, dass ich... Das ist doch das, was ich hier habe. Das ist Zeug. Hier ist Radio Free Orion. Ja, kommen wir mal zu... Wow. Ich weiß nur, dass ich es halt diesmal Copeland geben werde. Aber wenn ich ihn nicht mag. Vielleicht stellt er sich ja stellt er sich mit den Leuten besser als Tucker, was die da, ne? Ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Ja. Ja, das war die. Das, definitiv. Oh. Nee, Wolf. Böses Wölfchen. Nein, Cobb. Die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn jemand deinen Van gefunden hätte. Und dann müsste ich mir dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. Will ja nichts sagen, aber man könnte glatt meinen, er hat so eine kleine Abneigung gegen Copeland. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Wollen wir mal hier schnell das Nero-Lager befreien. Okay, hier vorne ist das Ding schon mal ab. Schon mal sehr gut. Denn wir wissen, dass hier definitiv mehr auf uns lauert. Oh! Hüpp, bin weg. Ist gerade eine Horde gekommen. Ist ne. So weit bin ich noch nicht. Nö. Und tschüss. Dafür habe ich definitiv noch nicht die Ausrüstung.
Ich habe ja gerade mal nur Molly und vielleicht so ein, zwei Schuss in der einen Waffe. Ja, muss auch nicht. Reicht aus. Und durch da. Was für eine Scheißbrücke. Vielleicht mein Bike ein kleines bisschen zurück. Oder hier an die Seite stellen. Nee, das wird definitiv nicht reichen, was ich habe. Um diese Horde da. Nee. Da will ich schon so ein bisschen mehr haben. Das bisschen, was ich jetzt gerade habe. Ist ja nicht so wie bei Horizon, weißt du, dass ich da definitiv genug Munition habe. Hier. War das das Nero-Lager. Ein Nero-Lager. Vielleicht ist in der MME was Brauchbares.